Hey Leute, ich bin's wieder, euer Robin von Testhelden. Wenn auch du dich gerade auf deinen Einstellungstest bei der Bundeswehr vorbereitest, du ein bisschen überfragt bist, keine Ahnung hast, was dich erwartet, du dennoch zur Bundeswehr möchtest, dann check doch gerne unten den Link in der Videobeschreibung aus. Wir haben dort ja unsere Seite verlinkt, wo wir dich mithilfe von Experten optimal auf deinen Einstellungstest bei der Bundeswehr vorbereiten wollen. Ja, heute in diesem Video geht es um das Thema Einstellungstest 2020. Ich selbst war ja 2016 nach meinem Abitur für 21 Monate bei der Bundeswehr, habe da auch den Einstellungstest durchlaufen und ich möchte jetzt so ein bisschen darauf eingehen, wie denn der Einstellungstest 2020 aussieht. Schlussendlich ist es so, dass der Einstellungstest immer noch derselbe ist wie 2016, 2017, 2018 und 2019. Ja, bloß, dass das Ganze ja zentralisiert wurde. Also für freiwillig Wehrdienstleistende, für Soldaten auf Zeit, findet der Einstellungstest in Berlin statt. Für die Offiziere findet der Einstellungstest in Köln statt. Genau, also ihr fahrt quasi nach Berlin. In Berlin werdet ihr auf dem Kaserngelände untergebracht, auf Stuben, also in Stuben, so die Zimmer der Bundeswehr. Und dann geht's klassisch los mit ja, der ärztlichen Untersuchung. Falls ihr mehr wissen wollt zur ärztlichen Untersuchung, dann schaut gerne bei uns auf dem Kanal nach. Ich habe da bereits ein längeres Video zum Thema oder zum Thema ärztliche Untersuchung gemacht. Ja, danach geht es dann zum CAT-Test, also zu dem computergestützten Test. Nach dem CAT-Test geht es dann zum psychologischen Gespräch und nach dem psychologischen Gespräch geht es dann zum Einplaner. Wenn du Soldat auf Zeit bist, machst du dazwischen dann noch den Sporttest. Aber falls ihr ganz konkret Fragen habt zu den ja, einzelnen Testabschnitten, dann schaut euch gerne dazu die entsprechenden Videos an. Es gibt Videos zum Thema, wie läuft der CAT-Test ab, wie bereite ich mich optimal auf das psychologische Gespräch vor, wie sieht der Sporttest aus, ja und so weiter und so fort. Falls du trotzdem noch ein bisschen unsicher bist, dann wie gesagt, schau gerne unten in die Videobeschreibung rein. Wir haben dort den Link zu unserer Website reingepackt. Ja, und da bereiten wir dich, wie gesagt, optimal auf deinen Einstellungstest vor. Wir haben da verschiedene Fragen, die du durchlaufen kannst, die den Fragen innerhalb des Einstellungstests sehr, sehr ähnlich sind. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich freuen, ja, wenn du ein Abo dalässt. Falls du Fragen hast, dann kommentiert das Video gerne und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Robin von Testhelden. Mach's gut. Ciao, ciao.